Ehrenmann war ein relativ, also für San Diegos Verhältnis, relativ durchschnittlicher Song. So ist er den meisten im Kopf geblieben. Der hatte seine Kniffe, seine guten Momente und natürlich auch seine Musikalität. Es war eine gute Ruhezeit nach dem, was wir bei Apocalyptic Endgame und Rost of Dawn bekommen haben. Jetzt haben wir erstmal die Zeit gehabt, das ein bisschen zu verdauen. La Familia würde ich als Mittelweg einschätzen. Zumindest beim ersten Track hatte ich so das Gefühl, das war so ein guter Kompromiss zwischen starken SpongeBob-Lines, einem Digital-Drummer-Beat, der sowohl ein cooles Feeling hatte, als auch seine aggressiveren Stellen und einer Hook, die eher dem eingängigeren San Diego-Style empfunden ist. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet, und ich würde sagen, ohne viel Reden starten wir rein. Guck. Schon wieder. Da hat der Daniel Slotin auch gesagt, dass er das extra für Sunny reinschneiden musste immer. Beim letzten Mal musste er sogar, ich glaube, ein Großteil von dem Video, von dem riesen Video für Sunnys Comeback neu rendern, nur damit dieses Cook da reinkommt. Abo Hip Hop ja Salome, Family. Welcome to No Go Area, NRW. Okay, interessante Wahl, dass man das Video in diesem typischen 16:9 Stil gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die Masse 16:9 hat, aber es ist dieser typische Flair, wenn man das alles etwas älterer darstellen möchte, als es eigentlich ist. Bringt so ein bisschen den Vibe aus einer anderen Zeit mit, die gar nicht so lange her ist. Mache A-Rap Money, Busta Rhymes. Flip Masari wie mein Butterfly. Häng mit Großfamilien, Mafia-Kreis. Paralleljustiz auf Pflasterstreit. Ey, ey, keine Fanfotos, wenn ich sage Shoot, Shoot. Ein Yahoo bringt die Araber auf YouTube. La Familia, wir stechen dich kein Voodoo. Ja. Q's sind auf Trembolon. Fick diese Enkrophon. Straight out da Izmir. Kein Polizeitrick, kein Enkelsohn. Hör das Bleigeschoss durch Essen Street. Call die Streifen, Cops und Rettungsdienst. Kein Frieden kassieren, die Batze maskiert und bewaffnet wie Michael Myers Halloween. Rap für breit gestoppt. Fand ich cool, wie er den Flow gerade überzogen hat. Also als er gerade die Triolen gespittet hat, dass er dann erst dieses Pattern eingeführt hat. Da-d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 a. Und dass er dann am Ende ein kleines bisschen drüber gegangen ist, um so für eine kleine Abwechslung zu sorgen. Die Aussagen finde ich bisher relativ, ja, Standard. Also nicht falsch verstehen, aber ich könnte es eigentlich fast alles so stehen lassen. Da gibt es eigentlich kaum was zu erklären. Kein Frieden kassieren, die Batze maskiert und bewaffnet wie Michael Myers Halloween. Rap für breit gestopfte Ghetto G's. Bitch, ich schreibe noch nur Nevergreen. Schmuggel weiße Rocks im NMD. Wir sind Pirates of the Caribbean. Von Tyler Wäscher zu einem Gangster. Das ist ganz cool. Pirates of the Caribbean. Auch ein cooler Reim. Ich finde es schwierig, bei dem langsamen Beat Stimmung zu machen, wenn ich ehrlich bin. Aber er macht das ganz gut. Also es ist halt sehr soft dieses Mal wieder. Aber es ist ja auch ein Sunny-Album und kein SpongeBob. Album, da kann ich verstehen, dass da so ein bisschen der Druck fehlt. Stimme ist auf jeden Fall da, aber fehlt einfach dieser Ausdruck. Also ich persönlich liebe ja sehr kompetitiven Rap, der wirklich sehr aggressives nach vorne geht. Ich mag aber auch zurückhaltenderen. Sunny macht ja eine Mixtur, die ich so seltener gehört habe. Der Rapper im gestretchten Benzer mit Limousinenfahrer. Wir sind Messerstecher, wir sind Gelderpresser. Wir sind Menschenhändler wie Immobilienmakler. Das ist ein geiler Binnenreim. Messerstecher, was? Menschenhändler wie Immobilienmakler. War auf jeden Fall dreimal vielsilbiger Reim. Sogar Nomenreime. Und dann noch Immobilienmakler, wo auch wieder die vier Silben gereimt wurden, was von einem Nomen ist. Also reimtechnisch gesehen war das sehr, sehr, sehr stark. Naja, Menschenhändler wie Immobilienmakler meint er wegen Menschen, also eine Mansion, so wie zum Beispiel Luigi's Mansion, also ein großes Haus. Ja, okay. Ist ein interessanter Vergleich. Wir sind Fahrer, wir sind Messerstecher, wir sind Gelderpresser, wir sind Menschenhändler wie Immobilienmakler. Mache Fitner wie eine Anti-Demo. ACAB bleibe Bandolero. Ihr habt keine Eier, Calimero. Sado Clan Oberhaupt San Diego. La Familia. Okay, also da 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 da. Das ist, glaube ich, auch wieder dieser Flow, wo man ein triolisches Raster hat, aber jambisch betont, also zweihebig, obwohl es halt ein also dieses Raster ist. Wie gesagt, Flow da gar nicht allzu schwer anzuwenden ist, weshalb ich nicht glaube, dass die meistens bewusst so geschrieben werden, weil das Konzept doch etwas komplizierter ist als die eigentliche Ausführung. Ich persönlich war nie ein Fan von diesen Betonungen, wo er am Ende hochgeht, als würde er eine Frage stellen, obwohl es ja eine Aussage ist. Das ist in Ordnung. Ist mal was anderes. Ist auch cool, wie da so ein leichter Autotune-Fade mit drin ist. Keine Eier, Calimero. Sado
Clan Oberhaupt San Diego. Also da ist im Hintergrund noch eine Sunny-Spur, die dann mit etwas Hall und Distortion zusammen mit stärkerem Autotune, weil starkes Autotune und Distortion arbeiten wunderbar zusammen, sodass es halt verzerrt klingt, aggressiv, aber es ist im Hintergrund, sodass es der Aussage einfach nur ein bisschen mehr Push gibt am Ende. Und es ist eine gute Überleitung in die Hook. So, jetzt lass die Hook mal auf mich wirken. Ihr habt keine Eier, Calimero, Sado Clan Oberhaupt San Diego, La Familia, Sado. Kamerafahrten sind wirklich überragend. Es gibt in jedem Daniel Slot im Video mindestens eine Sache, die neben der generellen super tollen Produktionsqualität richtig auffällt. Guck mal, allein hier, wie die in dem Shot einfach dieses Kartellfeeling mit Waffen und Drogen und so weiter so in Szene setzen, als ob das wirklich echt wäre, so wie es da aufgeführt ist, als ob die jetzt einfach die Cam genommen hätten und da reingelaufen wären, um das zu filmen für einen Doku-Beitrag oder so. Das einerseits. Und andererseits, neben dieser generellen guten Produktionsqualität und guten Locations, die jedes Mal vorhanden sind, gibt es immer eine Sache, die dennoch raussticht und diesem Ding den eindeutigen Stempel von Daniel aufdrückt. Und das ist in dem Fall diese Kamerafahrt hier. Also einmal hier auf dem Dach. Glaube ich, einfach nur eine sehr gewagte Kameradrohnenfahrt ist. Und ich glaube, das ist das Gleiche, aber es sieht so gut aus. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wurde, ob es Drohnen mit Wechselobjektiven gibt. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich finde es auf jeden Fall sehr überragend. Ich glaube, also ich hätte auch ganz schön Muffensausen gehabt, wenn mir jemand so dicht mit der Drohne entlang geflogen wäre. Der Juri. Das sah ein bisschen angepisst aus in dem Shot. Okay, zu der Hook. Also gerade mit dem Flöten-Sample, was man da im Hintergrund hören konnte, wirkt es schon sehr, also auch mit den Gesangsharmonien. Es ist lang, es ist gestretched, es ist melodisch gelayert, also er hat da mehrere Stimmlagen drauf. Das wirkt im Endeffekt so, als würde das auf eine Audience abziehen, die es eher entspannt mag. Also es ist nicht typische Shisha-Bar-Musik, also für mich klingt es so vom Soundbild, aber es hat trotzdem den Sunny-Flavor, also dass du hast da trotzdem gute Reime, du kannst dir da Sachen rauspicken. Es ist halt anders als das erste La Familia, was noch ein bisschen mehr in Richtung Club ging und ein bisschen, soweit ich es in Erinnerung habe, trotzdem noch ein bisschen aggressiver war, ein bisschen mehr geknallt hat. Dafür klang es weniger erwachsen, könnte man sagen. Boah, wen haben wir denn da? Stimmt. Das habe ich mal auf einem Bild gesehen. Ich wusste zwar noch nichts davon, weil ich mir die Sachen ja vorher nie gebe. Auch nicht von anderen Leuten, die drauf reagieren. Krass, dass die beide mit ins Video reingekommen sind. Also, dass die so aus dem Rauch aussteigen, das sieht schon ziemlich cool aus. Knall für die Brüder ein Major-Hit. Wie groß die auch alle sind. Das sind alles so 1,85 Typen, ne? Ich dagegen mit meinen 1,75 stinkt der total ab. Aber, hey, Eminem, Tech 9, Tom Hardy, Contra K, alle so in meiner Größenklasse. Ich bin beruhigt. Kauf Lean, ich sippe Gin and Juice. Fick auf Presse, keine Interviews. Stony Tabak ist kein Business-Move. Kill a kill für Crew wie 50 Few. Ey. Ich kann aber mit den Aussagen nicht so viel anfangen. Es sind so Aufzählungen immer, ne? Die Lines gehen nicht ineinander über, haben auch wenig miteinander zu tun. Also macht auch deswegen immer diese Pause. Da, 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 da. Pause. Da, 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 da. Alles voneinander getrennte Aussagen, die aber gut gereimt sind. Und darauf achte ich jetzt nochmal. Ein Major Hit. Fick auf Lean, ich sippe Gin and Juice. Fick auf Presse, keine Interviews. Stony Tabak ist kein Business Move. Kill a kill für Crew wie 50 Few. Okay, so gut waren die jetzt auch nicht gefühlt. Es ist gut gesetzt vom Flow, könnte man sagen. Gibt mir jetzt halt aber als Aussage nicht wirklich was. Ey, ey, BBM, Gang ist patentiertes Branding. Ein Yahoo hat bei Araber sein Standing. Ich muss doch sagen, alle, also die meisten Flows, die er hier auspackt, konnte man auch auf Apocalyptic Endgame hören. Das ist keine Kritik. Es ist mehr so krass zu sehen, ich meine, Sunny hatte gut 900 Bars da ausgepackt und hat da, glaube ich, alle Flows rausgekickt, die man nur hätte kicken können. Und da kann man schon erkennen, wo ungefähr das Sunny-Repertoire liegt. Also diese Betonung am Ende, die so, Rap hat ja auch Tonalitäten. Also jede Rap-Stimme hat auch einen gewissen Stimmumfang und hat in einem Rap-Song verschiedene Pitch-Zones und eine Komforttonhöhe. Das heißt, jeder Song hat eine Tonart und Noten, die nicht in diese Tonart passen, klingen schief, logischerweise. Hier geht er absichtlich in dieses Schiefe rein und das ist der markante Flow. Das haben ja chromatische Tonleitern so an sich, dass du auch mal Töne spielst, die eigentlich nicht in der normalen Tonart vorhanden wären. Dadurch werden unerwartete Spannungen erzeugt, das ist sehr filmisch, aber das hat natürlich nichts hiermit zu tun. Ein Yahoo hat bei Araber sein Standing. La Familia im Rücken ohne Gang Inks. Sie drohen mit 9 Milli. Ich glaub für Familie. Straight out of Mardin. Known you have Babies. Der Teufel trägt NMD. Ja, na okay.
cool, dass da so ein, dass da der Kollege Award hängt, also die Sympathie ist auf jeden Fall da. Fand's ganz cool, als er das immer erwähnt hat am Ende und dann kam wieder das Echo mit derselben, ich glaube, es war tatsächlich dieselbe Autotune-Spur, wie wir vorhin gehört haben am Ende des ersten Parts. Wurde hier nochmal kreativ genutzt und umgesetzt, das ist auch ganz cool. Und ich mag es auch, wie Drama hier wieder mit den Synthies spielt, da hat hier auch wieder so ein Plug-Synth im Hintergrund, der in einem Stil spielt, der leicht an fernöstliche Musik anmutet, könnte man sagen. Das ist so der neue Stileinfluss vom San Diego 2022-21, könnte man sagen. Was die Beats angeht. Ist alles sehr entspannt, die 808 ist auch nicht, die ist gut zu hören, also der Bass-Tiefenbereich, der ist gut abgemischt, der ist geil da. Präsent, du hörst es die ganze Zeit, aber nichts greift an, nichts ist aggressiv, nichts sticht raus, nichts in diesem Song hat gefühlt den Drang, sich zu beweisen, könnte man sagen. Und das alles dümpelt so sehr ruhig vor sich hin, das kann man auf jeden Fall hören. Es ist Stimmungsmusik wieder mal. Ich finde es auch geil, dass sie da gedreht haben. Ich weiß auch nicht, ob die drei Affen mit nichts gehört, nichts gesehen und nichts gesagt da absichtlich extra hingesprayt wurden für den Videodreh. Mich würde es nicht wundern. Ich mag aber auch die Location. AK, auf Nacken nur Platinum Chain, in Lungen nur Sativa Strain, bin breiter als Ali El Zayn. So wie Ali El Zayn im Cabrio sehen, irgendwie sowas war das, hat er ja schon mal gerappt. Ja, okay, wie gesagt, ich sag's jetzt nicht noch häufiger, aber wenn die Lines auf dem Level bleiben, wo sie jetzt sind vom reinen Inhalt, dann werde ich zum Inhalt auch nicht mehr großartig was sagen können, leider. Das finde ich etwas enttäuschend, wenn ich ehrlich bin, aber ich erkenne natürlich, worauf dieser Track abzielt, was er erreichen möchte und wo seine Stärken liegen. Übrigens, den Sunny da zu verpixeln, dauert laut Daniel ewig lange. Ich glaube, das hatte, wenn ich mich nicht irre, alleine bei dem riesigen Track bei Roster von Dawn oder Apocalyptic Endgame für den armen Dude, der das alles verpixeln musste, ich glaube, zwischen 5 und 10 Tagen gedauert. Ich find's auch geil, wie Drama hier ganz kreativ mit den Hi-Hats spielt. Achtet mal darauf, wenn ihr Kopfhörer aufhabt, weil du dann eine gute Stereo-Abbildung hast, wie die Hi-Hat, also das hin und her wandert. Es ist einmal hier, dann ist es direkt hier, dann ist hier, die portet sich quasi hin und her. Und das ist auch eine coole, verspielte Art und Weise, mit diesem breiten und relativ leeren Arrangement umzugehen. Der Beat hat ja nicht viele Elemente und klingt deswegen groß, weil die Elemente, die drin vorkommen, sehr hallig sind, wie zum Beispiel dieser Plug-Synth, dieses Düm, 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 Düm. Da ist halt noch Platz neben Sunnys Stimme, dass die Hi-Hat noch ein bisschen rumtanzen kann. An Duisburg, beste Quali Maxlo, dribbel, dribbel, a la Cannavaro, BBM President Salasado, La Familia, Sado, Erzeg, Kamerafahrten übertrieben geil. Sieht aus, als ob das manchmal so eine animierte Spielwelt wäre. What the fuck, was war das denn? Alter, das sieht so gut aus. Wie wurde das gemacht? Wurde das. Haben die da so eine 360-Grad-Kamera gehabt oder was war das? Daniel Slotin hat auch schon ein Making-of dazu gemacht, das werde ich mir dann die Tage auch mal reinziehen, weil ich wirklich wissen will, wie diese Shots entstanden sind. Das ist mega. Ach, wie geil, cool, cool, cool. Das habe ich gelesen, dass Juri eine EP angekündigt hat, aber der Name ist ja wirklich böse. Das ist ja wirklich böse. Königshaki, wer es aus One Piece kennt, ne? Ach, wie geil. Wie fucking cool, okay? Ich muss aber auch sagen, ich habe mir die Juri-Alben in Gänze noch nie gegeben. Denke, den Song könnten wir uns dann eigentlich mal anhören. Ja, und dann die typische Werbung von Sunny. Okay, das war San Diego La Familia 2. Okay, Fazit. Ich würde behaupten, gemischte Gefühle. Einerseits haben wir ein Konzept, was so zwar nicht innovativ ist, aber funktioniert. Das können wir schon mal festhalten. Dieser Song macht genau das, was er soll und ist zweckdienlich. Andererseits muss man sagen, der Zweck, dem er dient, ist nicht so wirklich das, was mir persönlich taugt. Als Hörer. Das ist natürlich nur meine eigene Meinung dazu und jeder von euch kann natürlich gerne eine andere haben und sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Ich persönlich wünschte, ich hätte was mehr dazu sagen können.
Wollt mir jetzt aber auch nicht zu viel aus dem Arsch ziehen, wenn ich ehrlich bin. Und hoffe einfach, ihr konntet euch was mitnehmen. Ich hab's auf jeden Fall wie immer trotzdem genossen. Macht's gut. Ciao. Wir gehen auf deine Crew los. Wir sind wie der Mond, so eiskalt und blutrot. Wenn das Licht erlischt, bei totaler Finsternis. Steckt euch nachts